Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Minecraft Schnicky Town. Und heute machen wir mal weiter, wir bauen an der kleinen Bücherei weiter, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Ich habe in der Zeit ein bisschen Holz gefarmt, ein bisschen Fichte und ein bisschen Schwarzeiche. Wow, das heißt, wir sollten jetzt ein bisschen weiterkommen. Wir werden verfolgt. Oder auch nicht. Egal. So, jetzt bauen wir einfach mal unsere kleine Bücherei weiter. An sich hat sich nicht so viel getan in der Stadt. Der Fetze kam heute mal wieder online nach langer Zeit. Das war mal wieder ganz schön. Mal schauen, wie sich das einfach hier noch entwickelt. Aber jetzt erstmal bauen wir hier an unserer tollen Bücherei weiter. Das hier müssen wir natürlich noch hoch tun. Zack, zack. Ich glaube, soweit erstmal. Dann machen wir davon erstmal zwei Stacks. So. War das da noch? Nee, da war auch. Okay. Gut. Weil wer kennt es nicht, du willst lesen und die Sonne scheint direkt in dein Buch. Das ist so nervig. Also machen wir hier eine kleine dunkle Leseecke sozusagen. Obwohl dunkel auch das falsche Wort ist. Einfach eine Leseecke, wo die Sonne nicht direkt reinscheint, ne? Hier ist ja eh das Krankenhaus. Dementsprechend ist hier gleich eh eine Wand. Also stört dieses Holz hier nicht wirklich. So, dann einmal hier. Nochmal die Reihe schön langziehen. Mit dem Dach, das machen wir später. Erstmal müssen wir das alles jetzt auf einer Höhe haben. So, und zack. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich aus Versehen einen kleinen Fehler gemacht hatte. Ich habe ja hinten neue Bereiche eingezäunt, neue Häuser, neue User-Häuser. Und habe das natürlich mit WorldGuard gemacht. Heißt ja WorldGuard, ne? Und da scheine ich aus Versehen einmal einen Befehl falsch eingegeben zu haben. Und habe aus Versehen einen Teil von Fetzes Keller weggemacht. Jetzt habe ich ihn gerade noch, bevor ich diese Folge aufgenommen habe, seinen Keller mal so weit wieder hergestellt, wie ich wusste. Ich hoffe, ich habe da nicht so viel vergessen, Fetze. Hier wollte ich ja gerne ein Fenster anmachen, ne? Dann mache ich das so. Mist, eigentlich muss ich das dann hier hin. Und zack, genau. Dann kann man nämlich da auch ein Fenster lassen. Okay. Gehe ich mal wieder nach oben. Denn wir sind ja immer noch in einer Bücherei, ne? So, psst, leise sein. Okay, hier ist ja auch noch dann das Dings, das Fenster. Ja, das kann man aber so lassen. Das hier gefällt mir nicht wirklich, ne? Wenn man jetzt hier, dann muss da aber so ein Teil sein. Das muss ja hier. Hier können wir noch keine Stufe hinstellen, oder? Doch, können wir, tatsächlich. Okay, das heißt, das geht. Ja, das geht. Gut, das heißt, das lassen wir auch so. Wobei, nee, das machen wir komplett weg. Und lassen es jetzt einfach mal so, okay. Und Bücherregale habe ich gar nicht mehr mit. Ich bin halt ein Vollidiot. So wie man mich kennt. Aber hier, das ist ja auch nicht schön, darauf zu gucken. Dann machen wir auch mal das Fenster weg. Essen habe ich auch nicht mit. Bin ein wahrer Held. Bin ein wahrer Held. Oh ja. Oh ja, mein Schatz, das bin ich. Oh ja. Okay, wir wollen jetzt einmal hier hoch einmal bitte. Ach, ich habe noch Bücherregale. Ich habe noch Bücherregale. Oh Mann. Okay, okay. Dann mache ich hier auf jeden Fall erstmal noch eine Reihe hin. Weil die kommen ja auf jeden Fall noch auf. Und je nachdem, wie hoch das kommt mit dem Dach, wird dann natürlich noch mehr raufkommen vielleicht. So, das mal eben weg. Dann mal eben hier diese Bücherregale hin. Habe ich noch mehr? Diesmal sehe ich tatsächlich keine mehr. Ich kann aber jetzt endlich die YouTuber verstehen, die sagen, ja, ich habe ja gar nichts mehr davon im Inventar. Und alle schreien in den Kommentaren rum, ja, du hast ja da noch was, du blöde Kuh. Jetzt kann ich es endlich verstehen. Oh ja, manchmal ist man tatsächlich so verpeilt. Das sieht gar nicht mehr so scheiße aus. Das sehe ich erstmal so. Okay. Und dann hätte ich gerne hier noch einmal einen Weg nach vorne. So. Und habe ich noch Zäune da? Nee. Mit welchen Zäunen habe ich das hier unten gemacht? Gar keinen Zaun. Mit Schwarzeichenholzbrettern, okay. Oh, der liebe YOLO-Mann. Oh, der liebe YOLO-Mann.
Oh, oh. Zap und zap. Moin. Okay. Wir brauchen mal kurz was zu essen. Ich müsste noch was zu Hause haben. Ich hoffe es. Lauf, Shiro, lauf! So schnell wie der Wind. Na los! Schneller, Shiro, schneller! So, ich laufe jetzt einmal schon hier am Rand lang. So, hier hoch. Ganz normal. Jolo, Mann, du bist scheinbar noch in einer anderen TS. So, dann hier nochmal eben das Gebratene. Achso, okay. Damit ihr wisst, was ich meine, der liebe Jolomann ist gerade im TS dazugekommen. Übrigens, deine Info, ich nehme gerade auf. Aber du kannst mich hören, oder wie? Okay, gut. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar war hinter meinem Haus an den ganzen Bäumen Schilder angebracht. Weißt du was davon? Warum? Ah, ja. Lass das bitte, okay? Und vor allem, ich schreibe da nicht Peter drauf. Ich habe OP. Ich sehe ja, wer die Schilder alles sichert. Ja, aber lass es bitte, okay? Danke. Gut. Da seht ihr mal, der kleine Jolomann, der ist natürlich auch einsichtig. Ist ja netter. Wenn er will. Der hat nämlich an den ganzen Bäumen hinten hinter meinem Haus überall Schilder rangebracht mit dem Namen Peter. Hätte ich die nicht abgebaut, hätte ich gar nicht gewusst, dass sie nicht von Peter sind. Aber ich muss ja die Bäume abbauen. So ist das halt. Klar, bist du damit denn schon fertig? Dann können wir uns mal in dieser Folge sein Restaurant angucken. Also irgendwie mache ich in der Folge nie das, was ich vorhatte. In der letzten Folge wollte ich mal eine Bücherei bauen, habe ein bisschen dran gebaut und dann haben wir uns Christinas Hof angeguckt. In dieser Folge gucken wir uns dann mal das Restaurant an. Ich glaube, es gibt niemals nur eine reine Baufolge. Dann wechselt ihr doch eben. Ich will noch mal kurz hier die Reihe fertig machen. Wenn du den falschen hast. So. Zack. Okay. Leute, das ist natürlich alles nicht so die komplette Endbau. Ich werde da wahrscheinlich noch 5000 Mal dran rumfeilen. Aber ich bin so jemand, ich muss es wenigstens einmal stehen haben, um zu wissen, was ich anders machen möchte. Hier zum Beispiel habe ich mich ja jetzt für höhere Decken entschieden. Dementsprechend kann ich hier auch die Fenster nochmal um einen Block größer machen. Warum zum Teufel höre ich gerade einen Schleim? Und wo höre ich den Schleim? Schleimi? Komisch. Ja, der ist irgendwo unter der Erde. Das kommt manchmal vor. Okay, das lasse ich so. So, dann gucken wir uns jetzt einfach mal sein kleines Restaurant an. Da folgt uns auch schon. Da, da. Da, 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 da. Ich habe übrigens die Erklärung bekommen, was das letztes Mal für ein Gebäude war. Das ist nämlich die Bäckerei, die der liebe Dub baut. Das war mir im Weg. So, das Restaurant war ja hier.
Ach so, okay. Dann geh mal vor. Ah, okay. Das ist dann scheinbar die Küche. Ja. Bestellungen, okay. Oh Gott, ich bin zu blöd, um durch die Tür zu gehen. So. Okay. Ah, hier hat er dann natürlich die Toiletten installiert. Ja. Sieht dann wahrscheinlich bei den Damen genauso aus. Ja, schön vorbildlich. Schön getrennt. Okay, und hier ist dann natürlich der Gästeraum. Sieht doch gut aus. Ja, hast du gut gemacht. Wo bist du gerade auf eine Druckplatte getreten? Hä? Ich hab doch gerade noch das Geräusch einer Druckplatte gehört. Ach, hier. Okay, das war der Tisch. Ja. Nee, aber sieht wirklich gut aus. Hast du gut gemacht. Guck mal hier, ein Belohnungsbonsai. Hatte ich gerade noch dabei. Nee, aber sieht gut aus. Kannst dir mal in Ruhe überlegen, was du wie heißt das? Als Belohnung haben willst. Ein Haus? Da müsste ich dann mal mit dem Schnigge drüber reden, weil der hat ja die ganzen Häuser auf dem Computer. Ich hab die ja nicht. Weißt du denn, was für ein Haus? Echt, das weißt du? Achso, ich soll dir folgen. Ja, Moment. Wo bist du denn? Ah, da bist du. So eins? Okay. Was hat ja, glaube ich, zur Fetze tatsächlich selber gebaut. Ja. Kann ich ja mal fragen. Das kriegen wir schon hin. Der müsste morgen eh wieder da sein, wenn ich auch da bin. Mal schauen. Aber das kriegen wir schon hin, YOLO. Okay, guten Appetit. Und kurz wird ohne Tee geschrieben. Kein Ding, du. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ist daneben. Ah. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Dann machen wir hier natürlich noch ein bisschen Licht rein. Nochmal ein kleines Fensterchen. Vor allem, ich sage, ich mache hier ein bisschen Licht rein, mache das weg und dann ist da auf einmal nachts hinter. Also tolles Licht. Hier wollte ich so ein großes Fenster hin haben. So wäre gerne so hoch, genau. Das ist das Praktische, wenn man halt erst die Wände macht. Da kann man sich in Ruhe überlegen, wo man alles Fenster rein haben will. So. Hier möchte ich tatsächlich eine komplette Bücherwand haben. Wo ich noch überlege, wie ich das ausleuchte. Wahrscheinlich auch mit Glowstone. Würde ich wahrscheinlich auch so machen, dass ich hier sage, Schwarzeiche und Glowstone. Ach, das sind... Oh, bin ich blöd. Das sind Schwarzeichenholztreppen und keine Blöcke. Alter. Das ist creepy mit den Skeletten. Komm her, Spinni, komm her. Oh, stirb. Gut. Hier war nämlich dann noch der Fehler. Alter. Wie ich die einfach höre, als ob sie genau neben mir stehen würden. Das
echt creepy. So. Oh mein Gott, das stand sogar hier oben. Alter. Puh. Alter Schwede. Dieses bescheuerte Skelett. Puh. Halbes Herzinfarkt, echt. Okay. Aber, da würde ich mal sagen, unsere Zeit ist um für heute. Wir haben heute echt viel geschafft in der Bücherei. Nein, wir haben uns mal wieder auch was Neues angeguckt im Ort. Das heißt, Leute, ihr merkt, es wächst langsam alles. Alles wird besser. Und wenn ihr mitmachen wollt, es gilt wie immer unter Hashtag Schneegitown. Bewerbt euch einfach. Vielleicht seid ihr dann beim nächsten Mal dabei. Bald kommen ja wieder die Neuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.